Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Wie geht's? Seid ihr glücklich? Auch heute möchte unser Herr Jesus Christus uns eine Botschaft direkt mitteilen. Wisst ihr was? Welches Wort hat der Herr für uns heute? In Jesaja Kapitel 54, Vers 14 lesen wir: Du wirst ferne sein, von Fürchten und von Schrecken, denn es soll nicht zu dir nahen. Furcht und Schrecken werden dich nicht annähern. Du wirst davon entfernt sein. Wie kann man denn ohne Furcht sein? Beängstigt uns das Leben auf dieser Welt nicht? Furcht und Horror unterscheiden sich. Furcht entsteht im Herzen, wenn wir eine Nachricht hören oder etwas sehen. Und was ist Horror? Es ist der Höhepunkt der Angst, wenn eine Person schockiert und erstarrt ist und nicht weiß, was sie tun soll. Der Herr verspricht aber, dass weder Furcht oder Horror dich annähern wird. Wie ist dies möglich? Das Leben aus dieser Welt beinhaltet doch Angst, in Form von Angriffen auf dich oder als eine Situation, die dich beängstigt. Dann sagt Jesus: Hab keine Angst, ich bin bei dir. Aber sobald du die herrliche Stimme von Jesus in dir hörst, wirst du keine Angst mehr haben. Ich werde keine Angst haben. Jesus ist bei mir. Er hat den Satan besiegt und Himmel und Erde erschaffen. Er ist der Gott, der alle Welten erschaffen hat. Der Gott, der die Macht hat, diese Welt zu regieren, ist bei mir. Daher wird mich diese Furcht nicht beängstigen, sagt es mutig. Ihr habt heute vielleicht Angst oder seid in einem Zustand des Schocks. Deswegen redet der Herr heute mit euch. Ihr werdet von dieser Angst, von diesem Horror heute befreit werden. Was beängstigt euch denn heute? Was macht dir denn überhaupt Angst? Auch wenn du äußerlich tapfer aussiehst, steckt tief in dir im Inneren ein Grauen. Der Herr sagt: Mein Sohn, meine Tochter, dieser Schrecken wird von dir weichen. Die Angst wird dich für immer verlassen. Fürchte dich nicht, sagt der Herr. Dann sagt heute zum Herrn: Ich werde mich nicht fürchten. Kein Schrecken wird mich überkommen. Die Angst wird dich dann verlassen. Ich werde mich nicht fürchten oder verzweifeln, da Jesus bei mir ist. Er wird mir immer bei jeder Sache bei mir sein und mich leiten. Warum sollte ich mich fürchten? Du werdest heute alle deine Konflikte lösen, mit dem du konfrontiert bist. Du wirst dieses Problem überwinden und die Angst, du werdest keine Angst haben. Was auch immer dir heute Angst macht, tu es, überwinde es und geh voran. Gott wird diese Situation zu deinem Gunsten verändern. Dann werdet ihr verstehen, wie man diese Angst überwindet. Dieser Horror wird mich nicht einschüchtern, denn die Freude, dass der Herr bei mir ist, ist viel größer. Sagt ihr es nun mit Glauben. Furcht, du kannst mich nicht überwinden. Horror, du kannst mich nicht verderben. Im Namen Jesu Christi sollen alle Ängste und Befürchtungen sofort nicht mehr existieren. Heute werde ich erfolgreich sein. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen.